Okay, Leute, weiter geht's bei Let's Play. Bulli? Was zum Teufel war das denn gerade? Level 4 hat mich auf eine wunderschöne Idee gebracht, die ich direkt mal versuchen werde. Nämlich, passt auf, was ist denn da passiert? Achso. Passt auf. Ah. Schade, ich habe gerade nicht die nötigen Utensilien, aber die werde ich ja noch kriegen. So, ich muss mich jetzt als allererstes mal umziehen, weil ich möchte nicht mehr als Alien rumlaufen. Nö. Als Level 4 auch nicht. Oh ja, komm. Nein, ich muss jetzt hier als Musiker durchgehen. Ich habe immerhin Musik gut abgeschnitten. Wir haben eigentlich noch relativ früh, aber keine Quests mehr. Na gut, dann kann ich mich genauso gut schlafen legen. In Klamotten, weil es ist ja eh nicht heiß genug. Ich gehe hier ein. Weihnachtenschiff, was? Mama! Oh mein Gott! Mama hat mir ein Geschenk gegeben. Oh, wie schön. Oh, ja, ein Geschenk. Mama, Mama, Mama. Jo, dann schauen wir doch mal. Ja, klappt noch. Ich muss ja, ich muss ja gucken, ob meine Waffen noch klappen. Ich kann ja hier, stellt mal vor, und überhaupt. Yay! Waffenbesitz. Oder Waffengewalt. Was möchtest du denn? Wirf einen Feuerwerkskörper in eine Toilette. Ja. Das ist gleich... Ups. Das hatte ich gar nicht vor. Ich wollte eigentlich die Quest annehmen. Na gut. Und wie ich mich heiden kann. Ich glaube, ich muss nach oben und die Quest annehmen. Mann, ich wollte doch nur die scheiß Quest annehmen. Dumme Knöpfe. Ja, ja, geh weg. Ich habe gerade andere Probleme. Eigentlich ist das gar nicht gut, dass ich die Quest schon mache. Dann ist nämlich Weihnachten, glaube ich, wieder fast vorbei. I'll make this quick. Your mom has sent you a Christmas present. Just great. I know. You are very lucky. Your mom is so nice. You may go now. Quest abgeschlossen. Oh, hübsch. I always knew you were a failure. You really need some help. Okay. Now all we gotta do is get back to the... Ja, es wird eh nicht helfen, weil ich gleich Unterricht habe an Weihnachten, weil das an dieser Schule scheinbar normal ist. Komm. Ich glaube, der wird nämlich sonst ewig da bleiben. Komm. Dickerchen. Erstmal gucken, was wir für ein Fach haben. Nichts. Hm, dann haben wir doch keine Schule an Weihnachten. Na, das ist doch schön. Bist du der Dicke, den ich mitnehmen muss? Hi, Jimmy. Mal gerade gucken. Ja, ich denke, ich... Komm, mein Dickerchen. Alles wird gut. Und dann wirst du mich auch nie wieder belästigen. Jedenfalls hoffentlich. Ja, weil der steht da irgendwie schon seit 85 Parts rum. Ja, komm, schnell mit deiner hässlichen Mütze, ey. Hässlich. Must use... What? Du hast da was verloren. Kann ich das eigentlich aufheben? Nö. Na komm. Hallo. Komm doch. Kommst du jetzt vielleicht mit? Kommst du jetzt mit? Danke. Mein Gott, dieser Typ, der geht mir so auf den Sack, ey. Ja, und er folgt mir nicht mehr. Ich bin so froh, wenn diese dumme Quest vorbei ist, ey. Echt. Ja, ja. 15er, endlich. Hau bloß ab, bevor ich es mir anders überlege und nicht mehr so freundlich bin. Schneebälle. Einzige Quest, die offen ist. Ja, ich denke, die können wir machen. Hallo. Evil was? Hat er mich gerade Evil Door genannt? Böse Tür? Verstehe ich gar nicht. Die tun hier so, als wenn ich... Sandale? Oh Gott, wo muss ich denn hin? Ja, mache ich. Mache ich. Ja, oh mein Gott. Also ich fahre heute besonders gut. Wunderschön. Aber ich habe einen Helm an. Kein Problem. Roller. Ich habe übrigens deinen Namen vergessen, Roller. Ist egal.
Schneebälle, das klingt doch ziemlich vielversprechend, oder nicht? Gut. Rauchen ist ungesund. Kind. Ja, ihr kennt die Vorgeschichte zu diesem Menschen nicht. Der war nämlich alles andere als nett, genau wie der da. Es ist so wunderschön. Ich kann es nicht lassen und ich werde es nicht lassen. Ist das neu? Moment, das ist neu, oder? Waren wir da unten schon mal? Ich glaube nämlich nicht. Oh, das ist mir nie aufgefallen. Ganz krasse Tageszeitenwechsel hier. Oh, eine GNG-Sammelkarte, von der hat mir ewig keine mehr. Schön. Vielleicht gibt es noch mehr hier. Springen? Nö. Ah, vielleicht wird das später noch geöffnet. Kann ja sein. Trotzdem werde ich mich ja ein wenig umschauen müssen. Hier gibt es bestimmt irgendwo noch ein Gummiband. Wo fahre ich ja nicht hin, mein Gott. Ich fühle mich so verloren im Poststopp. Hier muss doch was sein. Guck mal, wie das aussieht. Was sind das für Geräusche? Nur mein Roller nicht. Weiter geht's. Mit einem wunderschönen Pullover. Von Mama gestrickt. Pff, wo fahre ich hier eigentlich lang? Ich wollte eigentlich... Ich hab's genau gesehen, wie ich mir das Ding jetzt holen werde. Eigentlich wollte ich Quests machen, aber das ist mir gerade viel zu blöd. Deswegen hole ich mir das Gummiband. So, stopp. Fahr rückwärts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gibst du mir recht, Roller? Schön. Ja, wirklich? Sicher? Hm. Guck, ob's... Nö, mehr scheint es hier nicht zu geben. Ah, ich hätte auch von der anderen Seite also rangekommen. Na gut. Das sieht kein bisschen gefährlich aus, was du da tust. Aber passt. Hey, krass. Unser Roller, der ist einfach so unzerstörbar. Er fällt einfach irgendwo runter, boxt einen Tannenbaum und nichts passiert. Schön. Ich will auch wieder Roller fahren. Mein Gott, ich glaube, ich sollte wirklich eine Quest machen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Absolut null Plan, aber es sieht schön aus. Aber das war doch vorher nicht auf, oder? Das müsste mir doch mal aufgefallen sein. Mein Gott, wo bin ich? Irgendwie fahre ich aber trotzdem, naja, jedenfalls fast richtig. Da war was. Stopp. Umdrehen. Eine Sammelkarte. Ich hätte sie fast übersehen. Egal. Eine Sammelkarte mehr in unserem Inventar. Ich kann einfach nicht anders. Wisst ihr das? Ich kann es noch nicht mehr erkennen. Oh. Stopp. Roller, warte. Was tut denn der da? Wir doch hoch, oder? Mit dem Roller bestimmt. Komm! Wir schaffen das. Ja, jedenfalls fast. Okay, dann mal von der anderen Seite gucken und dann gehe ich zur Quest. Hui! Nein, hier ist nichts. Stopp! Wunderschön gemacht. Falls es mit der Schule nicht klappt, wonach es ja allem Anschein nach aussieht, kannst du es immer noch als Stuntman versuchen. Wie komme ich jetzt am schnellsten hier weg? Wo bin ich überhaupt? Mein Gott! Schneebälle. Oder Zeitungsjunge. Nein. Nein, nicht jetzt. Oh, war das hier mit dem Baumstamm? Ja. Baum. Ja, nicht gerade sehr spannend, ich weiß, aber es gehört dazu. Springen. Nein, doch nicht. Okay, dann lass es. Kann ich hier weiter geradeaus fahren? Ja, wir finden es raus. Wo ist sonst der Entdeckergeist? Oh. Wer sind die Geräusche? Oh! Hinter dir! Oh, verdammt!
direkt umdrehen. Das ist... Ja, was ist denn, wenn du nicht wegspringst, wie deine Kollegen, die das vormachen, selber schuld. Du bist dann... Er ist dann, glaube ich, runtergefallen. Und ich glaube, der auch. Ja. Achtung, Achtung. Oh. Dabei habe ich dich noch nicht mal geboxt. Zack. 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 Ich bin gerade wirklich in Ekstase. Wisst ihr das eigentlich? Oh mein Gott, nein. Lass mich überfahren. Lass mich in Ruhe. Ich bin schneller als du. Geh weg. Fahr ihn an. Dann mach ich mal Tattoos. Halt ihn auf. Verhaft ihn und ich mich. Bitte lass mich in Ruhe. Ich bin auch wieder brav. Oh mein Gott. Hey, kid. You got a leg? No. Okay, then you want to sit on my knee? You want a kick in the balls? I'm sorry. Das ist doch Echo Fresh. I'm just a little down on my luck. I mean, one year I'm living in Greenland with a posse of elves and some talking reindeer. And the next, I'm getting treated like a drunken fool, thrown out of the North Pole and put to... work in a dump of a town like this. Okay, man, now you're kind of creeping me out. Why does everyone say that to me? Whoa, I can't imagine. I mean, the other kids was just abusing me. Calling me a pervert. Was? Throwing snowballs at me. Das kann ich auch. You're just like him, little red-haired bully. Hold on. Wie Sira. Those ones over there. The tough kids, damn it. Not the rich kids from the fancy school like you. The Molly Connolly, the Maurice boys like you. Ach so. Yeah, that's me. They keep attacking me, man. I can't take it no more. What happens in the old days? I miss Prancer. What is the Prancer? Oh, what? He was always my favorite. Not Rudolph. Ah. No. He was the prima donna. Oh. I'm falling apart here. Ganz was du sagst, Echo Fresh. Listen, man. Where are these kids? Over there somewhere. Childhood destroyed. Klettere die Leiter auf und gehe neben dem Schneehaufen in Position. Ja, mache ich gleich. Ich habe noch gesehen. Nein, habe ich nicht gesehen. Vielleicht habe ich mich verguckt. Ich dachte, hier gäbe es noch irgendwas zu holen. Was? Bite me? Okay. Ja, da kannst du gucken, Echo. So, und jetzt? Moment. Hier ist aber scheinbar nichts. Na gut. Wirf. Gott, das ist schwer. Wo jetzt? Oh Gott. Was tut er da? Oh komm. Tschüss. Wo denn noch? Da unten. Hab dich. Doch nicht. Hab dich. Tschüss. Noch nicht genug? Noch nicht genug? Das Bild unten ist ja schön. Ja, das ist ziemlich dumm. Also mit dem Analogpad hier zu steuern ist ziemlich, ziemlich doof gemacht. Treffer! Wow! Was machen die denn da?
Schön, dass die Polizei dann ganz am Ende... Oh ja, du wirfst übrigens Leute an. Ab an? Thanks, man. You're all right. Oh, oh. Du auch, Gordon Freeman. Dankeschön. Well, good luck with those reindeer, you maniac. $20? Im Landstreicher aus der Tasche gezogen? Was? Was? Rentier? Oh, Rentiergeweih. Schön! Well, that was easy. Hm. Gut, dann schauen wir uns, wo wir schon mal hier in dem komischen Bereich sind, direkt mal weiter um. Hier wird es sicherlich noch irgendwas geben. Was habe ich denn da gerade getan? Ein Gummiband! Ja, Vandalismus natürlich, weil ich denke, oh, Feuerwerkskörper. Weißt du, ich habe eine Kiste kaputt gemacht und ich werde als Vandale behandelt. Das ist ja wohl... Wieso lacht mich eigentlich jeder aus, egal was ich anhabe? Ich könnte echt... Oh, das, ah, das kenne ich. Das ist von Street Fighter. Das Auto kaputt schlagen. Wenn es ganz kaputt ist, dann kriege ich Bonus. Hat er... Okay, da ist also keiner drin, aber der hupt, ja? Okay. Warte. Lass mein Auto in Ruhe. So, danke. So. Sicher, sicher. Der hatte Böses mit mir vor. Ich glaube, das war ein Kinderschänder. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, das war einer. Ich habe die Welt quasi gerettet. Ich bin ein Held. Hurra. Ich wäre der beste Polizist auf der ganzen Welt. Wisst ihr das eigentlich? Was ist denn hier? Kann ich davon high werden? Nein. Hm. Komm, pack den Stacheldraht an. Nein, willst du nicht? Okay. Ich will noch nicht schlafen. Nö, 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 nö. Ich war ein braver Jimmy. Ich darf länger wach bleiben. Da kann ich hier gegenschlagen. Hm. Das ist eine Bushaltestelle. Ach ja, stimmt. Hier ist ja... Okay, das nenne ich mal Dickkopf. Oh, Haare schneiden lassen. Und da kann ich... Oh, Kleidung kaufen. Hm. Haben nix. Haben nix. Haben nix. Oh, da ist entschieden. Digital. Billige Digital. Ja klar. Ein Teehemd. Ja. Cap. Nein. Na, schon besser. Selten was Schwuleres gesehen. Ja, cool. Was? Für den nächsten Angelausflug vielleicht. Hm, dann sieht man eine Glatze. Oh ja, das sieht doch hübsch. Hübsch, Skate Beanie. Nein. Okay, ich habe mich wieder eingekauft. Ich bin glücklich. Ich habe so das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was. Uhr habe ich? Keine Ahnung, was mir fehlt. So, aber ich brauche noch eine ordentliche Frisur. Ich bin ein Star. Spike Hawk. Ah, nee. Fox Hawk. Spikes. So. Du bist so scheiße hässlich jetzt. So, hier war aber irgendwo noch eine G&G-Card. Das habe ich doch gesehen. Da! Na, du wirst bestimmt aus dem Laden. Oder? Sollen wir das ausprobieren? Ich muss lange Zeit auf See, von daher... Huch! Da wollen wir dieses Foto doch mal zur Analyse bringen, was dieses Logo dazu bedeuten hat. Die untere... Klar! Ich glaube, das war nicht so gut, was du da getan hast. Du brauchst nicht aufsteigen. Ich schon, okay, du hast ihn nur angefahren. Hey! Untere Freundin, wo bist du?
schnell. Achtung und... Perfekt, perfekt. Ihr wisst es nicht, aber ich habe eine fertige Ausbildung als Paparazzi. Gutes Foto. Okay. Oh, das gibt bestimmt viel. Ach so, jetzt weiß ich, was die Geräusche sind. Das ist, weil der Socken anhat. Achtung. Da war was am Glitzern. Ist da ein Gummiband? Zufällig. Ja, da ist eins. Und ein Apfel. Was ist denn hier für ein Laden? Irgendein Shop? Hast du Murmeln? Nö. Schade. Bye. Schön, dass du an Weihnachten aufhast. Wenn ich keine Freunde hätte, würde ich auch einen Laden machen und den an Weihnachten auf. Komm, weil ich hier so in Unterwäsche rumlaufe, ne? Da hat die Polizei nichts gegen. Hier, bist du die untreue Freundin? Gib. Boah. Okay, du hast mir 25 gegeben. Sehr freundlich. Nimmst du ihn fest? Komm, ich helfe dir. Ich hab's genau gesehen. Komm, wir nehmen ihn zusammen fest. Warte. Ich halte ihn fest. Oh, warte. Vielleicht hast du was. Mache das Auto möglichst kaputt. Klar, das ist leicht verdientes Geld. Welches Auto denn? Ja, gib doch. Oh, ein Baseballschläger. Du bist kein Auto, geh weg. Das machen wir noch. Seht ihr, ich habe gesagt, das ist die Bonus-Stage von Street Fighter. Taxi. Pff, ich brauche einen Baseballschläger. Ich mache das mit meiner Faust. Oder mit dieser Ratte da. Warte mal, vielleicht können wir auch einen Headbutt dagegen machen. Boah, ey. 7. Kofferraum nochmal. Warte, vielleicht. Nein, ich nehme Anlauf. Warte. Ich habe extra die richtige Frisur dafür. Guck mal, habe ich gelernt. Oh. Ist ja scheißegal. Okay. So, was fehlt denn noch? Was soll ich denn da kaputt machen? Hä, hey, ich glaube die Windschutzscheibe, aber es klappt irgendwie nicht. Doch! Perfekt! Nein, nein, du brauchst mir das nicht zeigen. Ich glaube dir das auch so. So, Güterbahnhof oder sowas. Okay, aber egal. Ich werde... Ich kann nicht widerstehen. Ich hätte es besser getan. Jo, hier scheint es nicht allzu viel zu geben, deswegen weg hier! Aber nicht da lang. Hm, gut, wir haben aber direkt in der Nähe, Gott sei Dank, eine Speicherstation. Da können wir uns vielleicht auch umziehen. Und da muss Jimmy... Was ist das hier eigentlich? Nichts. Okay. Ah, da lief was. Was hat denn? Oh, hab ich schon. Dumm. Ich frage mich, ob ich mit Feuerwerkskörpern hätte vielleicht besser auf die... Hm. Jimmy ist so schlecht, er kann auch nicht mal Ratten fangen. So. Ach, geh weg, lass mich in Ruhe. Spiel ich halt nicht mit Ratten, so. Wo muss ich eigentlich lang? Oh Gott. Und ich sollte mich ein wenig beeilen. Es wird nämlich spät. Aber wir haben gut Kohle verdient. Wieder ein bisschen was freigeschaltet. An Klamotten. Wunderbar. War doch ein... Today was a good day. Hallo. Oh, da möchte ich hoch. Ein Transistorteil. Oh mein Gott. Fett. Das heißt, es fehlt nur noch ein einziges. Sehr gut. Das können wir direkt im nächsten Part machen. Wenn es hier noch ein Gummiband oder ein GNG-Card liegt, dann wäre das perfekt. Aber leider nur Eier. Nein, leider keine Zeit. Geh weg. Schnell, beeil dich. Sonst wird es nämlich echt knapp. Ah! Oh, ich kann da jetzt nicht rein, das geht nicht. Da aus dem war ich ja schon drin. Ein Gummiband, nein, doch nicht. Murmeln, Murmeln, schnell, geh da rein. Schnell, 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 schnell. Lass mich runter, ich kipp sonst um. Ah, wo kann ich schlafen?
Wo kann ich schlafen? Da. Das ist Just in Time. Leute, ich sage danke fürs Zugucken bei Let's Play Bully und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut.